von den Menschen in meinem Umfeld, wenn ich über Social Media, über Carnivore berichte, das erste Mal 2021, das Selbstexperiment, die Rückmeldungen waren enorm. Und halt auch so Rückmeldungen von ganz vielen Frauen, aus dem, die früher vegan waren, die gesagt haben, ich hatte Haarausfall, ich habe keine Periode mehr gehabt, ich habe keine Kraft mehr gehabt, ich habe keine Libido mehr gehabt, ich habe Darmprobleme bekommen, ich habe umgeschwenkt von einem Extrem aufs andere und auf einmal waren alle Probleme weg. Ich habe hier den Büffellieferanten, also wo ich Büffelfleisch kaufe von grasgefütterten Büffeln. Florence hat herausgefunden, dass man die auch mal anschauen kann auf der Weide. Das werden wir bestimmt mal machen. Und jedes Mal, wenn ich dort einkaufen gehe, treffe ich eine andere Person, die gerade sehr fleischlastig sich ernährt und mir erzählt, meine Rosacea, also Hauterkrankung, ist weg. Meine Darmprobleme sind weg. Endlich habe ich wieder Kraft beim Training. Ja? Also es ist faszinierend, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sind. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die sagen, hey, vegan ist gerade das Größte, das ist das. Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, jetzt ist eines besser als das andere. Aber etwas, wo mir im Herzen liegt, ist, wenn eigentlich gerade so die Hauptmeinung der Gesellschaft sagt, okay, wir dürfen alle weniger Fleisch essen, dann aber nicht zu unterscheiden, die Qualität, wo garantiert das, was das Tier gegessen hat, einen enormen Einfluss hat auf das, was es mit uns selber macht. Lass uns da mal eintauchen. Also, weil es ist ja, es gibt definitiv Menschen, die haben damit großartige Erfolge, jetzt mal abgesehen von Studien. Mich würde jetzt mal interessieren, du kannst ja gerne nochmal am Ende dann auf die Studie oder wann es einfach passt, drauf eingehen, das würde mich schon interessieren. Aber wie kann es denn sein, dass manche so tolle Ergebnisse haben, indem sie etwas machen, was ja eigentlich super giftig ist oder gefährlich oder man auf keinen Fall tun sollte? Also wie kann das sein? Etwas ketzerische Frage. Das kann insofern sein, also wir müssen mal eine Sache vorwegschieben. Bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn sie irgendeine Art von Eliminationsdiät beginnen, wie auch immer geartet, dass sie meistens erstmal eine Verbesserung haben. Ja? Aber es geht ja um die Langfristigkeit. Ja? Und wir müssen auch unterscheiden, sprechen wir von grundsätzlich gesunden Menschen? Und da sagen wir jetzt einfach mal, gesunde Menschen sind die, die keine Beschwerden haben, ja, und die sich top fühlen und die eine tolle Energie haben. Oder sprechen wir von Menschen mit Beschwerden, respektive von Menschen mit Erkrankungen. Ja. Und wenn wir uns die Evolution zu Rate ziehen, ich weiß, das wird oft gemacht und ich finde, man darf dieses Argument auch nicht zu sehr überstrapazieren. Und trotzdem, wenn wir uns die Evolution mal anschauen und wie wir früher gegessen haben, auch da gibt es extrem viele Kontroversen. Aber wir gehen jetzt mal vom Simpelsten aus, der Mensch hat schon immer in einer Art und Weise Fleisch gegessen. Ja? Wahrscheinlich auch schon immer in einer Art und Weise gewisse Arten von Pflanzen, im Sommer höchstwahrscheinlich Obst, wenn verfügbar war, ja? Und möglicherweise auch mal Wurzeln oder sonst irgendwas. Die meisten Pflanzen waren bei unseren Vorfahren, und das kann man in ganz, ganz vielen Kulturen über die ganze Welt verteilt sehen, Heilpflanzen. Wir wussten schon immer, dass Pflanzen sehr spezifische und sehr intensive Wirkungen haben können. Aber jede Wirkung kann auch eine unerwünschte Wirkung haben. Und jeder Stoff kann Gift sein, wenn er übermäßig konsumiert wird. Ja. Und was ich sehe und was auch andere Gesundheitsexperten deutlich sehen, ist, dass der Gesundheitszustand der Menschheit, wenn wir das mal so betrachten, deutlich abgenommen hat mit dem Fortschritt unserer Entwicklung und unserer Kulturen. Ja. Das liegt aber nicht nur an der Ernährung, sondern das liegt daran, dass wir ganz, ganz vielen unterschiedlichen Toxinen und Belastungen ausgesetzt sind. Nicht nur auf Körperebene, nicht nur auf infektiologischer Ebene, neue Viren, Parasiten etc., sondern auch Lichtstress, mentaler Stress, emotionaler Stress,
Umweltgifte, Mikroplastik etc. pp. Ja, damit muss unser Körper umgehen. Und irgendwo ist auch eine Kapazitätsgrenze. Ja, das heißt, bei vielen, vielen Menschen in, ja, wie sage ich jetzt da, der modernen Gesellschaft, Erste Welt, wie auch immer man es nennen will, sagen wir mal weit über Europa und USA auf jeden Fall, liegen wahrscheinlich unbemerkte Empfindlichkeiten, Störungen im Darm vor. Ja, das ist so ganz, ganz oft der Dreh- und Angelpunkt von Krankheit und Gesundheit. Ja. Und unsere Nahrung muss eben durch den Darm durch und muss im Darm verstoffwechselt werden. Und wenn der Darm sowieso schon empfindlich ist, belastet ist, was auch immer, dann ist es nun mal so, und das ist größtenteils Erfahrungsmedizin, aber wirklich mittlerweile weit verbreitet, dass Pflanzenstoffe einen großen Beitrag leisten können, ein entzündlicher Trigger für den Darm, für die Darmschleimhaut zu sein. Und 80% unseres Immunsystems befinden sich in der Darmwand. Dort gehören sie auch hin, die Immunzellen. Und deswegen ist, wenn wir den Darm ausheilen oder ihm genügend Zeit geben zu heilen, zwischen Mahlzeiten die entzündlichen Trigger wegnehmen, ist ganz, ganz oft eine Verbesserung in vielen Bereichen von Autoimmunerkrankungen, von Allergien, von asthmatischen Erkrankungen, von Gelenkerkrankungen, von Migräneerscheinungen, was auch immer zu sehen. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, diese Kurzversion dieses Interviews, dann findest du hier die lange Version und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren.